Was für eine Unvernunft. Sieh dich an. Du bist immer kränker. In deinem Alter und in deinem Zustand solltest du nicht mehr reiten. Bertrada, du hättest mich begleiten sollen. Die Bäume stehen in voller Blüte. Komm. Einhard, schreib auf, was ich dir sage. Wir verfügen Kraft unseres königlichen Willens, dass unser Sohn Karl nie König werden soll. Aber Karl ist dein ältester Sohn. Pippin, dein Erstgeborener. Ja, gewiss, in Jahren vielleicht. Aber was hat er mit diesen Jahren getan? Er ist leichtfertig und unbedacht wie ein Kind, als ob er nicht erwachsen werden wollte. Die Königin glaubt, dass ich anfange, den Kopf zu verlieren. Sie versteht nichts. Und du, Einhard? Solange wir zusammen sind, hast du mir vertraut. Ich glaube, du hattest auch Grund dazu. Und heute fragst du deinen Schreiber um Rat? Ihr fränkischen Frauen kennt euren Einfluss auf uns. Was nicht schlimm ist, solange wir Männer genug Kraft haben. Aber du weißt, bald wird mich der Tod dahinraffen. Und ich muss an die Zeit nach mir denken. Glaubst du, dass du deinem Reich dienst, indem du Karl vorenthältst, was ihm zusteht? Es wird ihn aufrütteln. Er wird anfangen zu begreifen, dass ein Prinz kein gewöhnlicher Mann ist, der seine Tage mit allen denkbaren Ausschweifungen verbringt. Bring uns etwas zu trinken! Wein für alle! Setzt euch, sag ich! Ja, genau. Ich sterbe vor Angst. Auf die Gesundheit! Auf die Gesundheit! Der Sieger! Also, wer von euch ist der Prinz? Sagt es ihr, wer ist der Prinz? Der da ist der Prinz. Nein, nein, nein. Der da. Was ich, ihr verwechselt mich, unmöglich. Nein. Der ist es. Ich, meinst du? Auch unmöglich. Also bitte. Ihr wollt wissen, wer der Prinz ist? Ja. Da sitzt er. Und was soll die Frage? Wir haben schon mit Fürsten und Baronen geschlafen. Oh. Aber mit einem Prinzen noch nie. Ah. Hey, das ist Ihre Chance. Komm her. Hey. Nein, ich bin der Prinz. Oh. Wer will noch? Karl! Oh! Der König ringt mit dem Tode. Huh?
Nein. Er ist der König der Franken. Ist er mit offenen Augen gestorben? Wie er gelebt hat. Ich bitte dich, mein Gott, gib ihm ewige Ruhe. Warum vermeidest du seinen Blick? Du glaubst wohl, dass er dich noch verflucht. König Karl! Was willst du? Ich bitte euch, nehmt mich in euren Dienst, König. Und was erhoffst du dir davon? König Pepin hat uns verlassen. Ich will die Taten der Regierungszeit eines großen Königs aufzeichnen. Und dein Name? Einhard. Du bist der Erste, der mich König Karl nennt. Also, folge mir. Das ist also die Welt? Ja, das ist die Welt, wie die Sarazenen sie sehen. Und welcher Teil davon gehört uns? Alles, was rot ist. Rot? Das gehört mir, ich bin der Älteste. Ich sagte, alles, was rot ist, gehört mir, ich bin der Älteste. Und was gehört mir, Einhard? Der blaue Teil. Der blaue? Wie, ich bin der Gefangene des Ozeans? Und wo liegt Rom? Hier unten. Warum ist mein Reich von Rom abgeschnitten? Das entspricht nicht dem Wunsch meines Vaters. Doch, Karl. Genau das war sein Wunsch. Aber das kann er gar nicht gewollt haben. Da, mit dem Rücken zum Meer, wie ein Tier in der Falle. Es ist der Segen des Papstes, der uns die Herrschaft über dieses Königreich verleiht. Dafür haben wir geschworen, den Heiligen Stuhl zu beschützen. Wie soll ich so weit von Rom entfernt den Pakt von Quercy einhalten? Den Schutz des Heiligen Stuhls kann auch dein Bruder garantieren. Um dich mit deinen Trunkenbolden zu vergnügen, ist dein Reich groß genug. Und es mangelt daran nicht an Frauen, die du schwängern kannst. Die Kirche wird in den besten Händen sein. Ich bin sicher, dass dein Vater weise entschieden hat. Dein Bruder Karman wird das Papsttum verteidigen. Mein Bruder zittert sogar vor seinem eigenen Schatten. Und wer hat dir erlaubt, das Wort zu ergreifen? Sie ist meine Gemahlin. Wir akzeptieren den Willen unseres Vaters. Wer hat deine Hure hier gebeten und deine Missgestalt von Sohn? Hört auf!
Hört auf, beruhigt euch. Euer Vater ist gestorben. Ist das noch nicht schlimm genug? Ihr seid Brüder. Ihr habt die Pflicht, Würde zu zeigen. Wir haben die Aufgabe, seinen letzten Willen und sein Andenken zu respektieren. Jeder von euch bekommt sein Königreich. Warum reicht euch das nicht? Hört auf zu streiten und regiert so, wie er es gewollt hat. Dem ist nichts hinzuzufügen. Unser König ist gestorben und wir trauern um ihn. Geht jetzt. Ich bringe eine Botschaft des Herzogs von Aquitanien für den König der Franken. Er kann nicht lesen. Gleich wird er sich von der Königin helfen lassen. Herzog Hunold von Aquitanien schreibt, er will dem neuen König der Franken seinen Treueschwur verweigern. Brecht sofort auf! Dieser hochmütige Hund muss für seine Ehrlosigkeit zahlen. Wenn ihr die Karte betrachtet, seht ihr, dass Aquitanien nicht rot ist. Diese Schamlosigkeit verlangt eine Antwort. Aquitanien gehört nicht zu meinem Reich. Dein Vater hat treubrüchige Feiglinge töten lassen, Karlmann. Ein schwacher Mensch kann kein Volk führen. Das sagst du dem Falschen, Mutter. Karlmann, denkst du, ich durchschaue dein Spiel nicht? Wenn ein Feigling wie Herzog Hunold rebelliert, dann nur, weil man ihn dazu ermutigt hat. Ich weiß nicht, welche Intrigen in deinem Königreich geschmiedet werden. Ich bringe dir Hunolds Herzogtum und seinen Kopf auf einem Tablett. Karlmann, du musst dich anschließen. Diese Beleidigung gilt meinen beiden Söhnen. Nein. Mein Bruder wird sich ohne mich zu helfen wissen. Mein Bruder? Im Grunde willst du doch nur eins, dass ich ermordet werde. Diese Landkarte soll für immer an dieser Wand hängen. Ich will sie vor Augen haben. Jeden Tag. Wenn das die Welt ist, dann werde ich sie verändern. Die Garonne hat Aquitanien schon so oft gerettet. Meine Garonne. Immer wird sie uns schützen. Und Tassilo? Er sollte uns zu Hilfe kommen. Wo ist er? Er wird nicht kommen. Herzog Tassilo interessiert sich für nichts außer Bayern. Aber wir werden auch ohne ihn mit Karl fertig. Wir haben die Garonne. Vergiss das nicht. Vater, glaubst du wirklich, dass Karl hier auftaucht? Oh ja. Die Franken lassen keine Provokation ohne Antwort. Karl ist impulsiv und er hat Courage. Er wird nicht lange auf sich warten lassen. Ich habe in Poitiers noch an der Seite seines Großvaters gekämpft. Karl Martell. Der hat sich allen Gefahren gestellt. Ihm verdanke ich das Herzogtum Aquitanien. Das war ein Mann, deswegen habe ich ihm die Treue geschworen. Und für König Pepin galt das Gleiche. Aber ich werde keinem nichtsnutz Treue schwören, der seine Zeit damit totschlägt, Mägde flachzulegen. Glaubst du, dass auch Karlmann vorhat, uns anzugreifen? Karlmann. Karlmann hält sich für sehr intelligent. Er träumt davon, seinen älteren Bruder auf elegante Weise loszuwerden. Und weil er ein Feigling ist, glaubt er, dass wir ihn erledigen. Als Lohn dafür gibt er uns Garantien auf unsere Grenzen und einen Teil von Karls Reich. Glaubst du, dass ich Karl töte, um seinen Bruder stark zu machen? Wir werden erst den einen töten und dann den anderen. So wird es sein. Das ist der Lauf der Dinge, mein Sohn. Karlmann ist ein Niemand, ein Nichts. Aber Karl in die Schranken zu weisen, ihn mit dem Schwert zu zerstückeln, zu hören, wie er mich anfleht. Geduld, mein Sohn, Geduld. Ich bin sicher, deine Stunde wird kommen. Jetzt musst du dich vergewissern, dass die Brücke von Langon zerstört ist. Wir brauchen zunächst absolute Gewissheit über die Stelle, wo Karl uns angreifen kann. Und über den Tag, an dem er uns angreifen wird. Ich verabscheue Überraschungen. Sie zerstören sämtliche Brücken. Erst Marmont, jetzt Langon. Der Fluss füllt Hochwasser, Karl. Wenn wir ihn überqueren wollen, müssen wir mit der Armee bis Argent ziehen. Karlmann hat sie vor uns gewarnt. Er ist bestimmt schon auf dem Weg nach Norden, um mein Königreich anzugreifen. Wann meint ihr, erwarten Hunolds Männer meine Attacke? In 3 Tagen. Und wo? Bei Argent.
Also gut, dann greifen wir heute Abend an. Heute noch? Ja, heute noch. An welcher Stelle? Dort. Das schafft unsere Armee nicht, Karl. Der Fluss führt Hochwasser. Wie soll das gehen? Wer spricht denn von der Armee? Roland, was hältst du von einem Bad im Mondschein? Meinst du ein Wettschwimmen? Das gewinnst du ja doch. Gott segne uns. Oder der Teufel. Leise, seid leise. König verraten hast und den Treueschwur auf unsere Krone. Abtrünniger! Präsent von Herzog Hunold, das Großsiegel von Aquitanien. Kein großes Kunstwerk. Gut, du hast ihm also Aquitanien entrissen. Aber zugleich deinem Bruder einen Teil seines Reichs. Der versucht hat, mich anzugreifen. Das sind Kindereien. Du bist mein Erstgeborener, aber vergiss nicht, auch Karlmann ist mein Sohn. Im Moment bist du der Stärkere, aber glaube nicht, dass... Karl, hörst du mir zu? Ich mache mir Sorgen um deine Zukunft und glaube, dass... Das hat Zeit. Ich habe 3 Wochen keine Frau mehr gehabt. Entschuldige, das ist wichtiger. Papa!
Papa! Papa! Mir gefällt. Ihr wisst nicht, wie ich euch beide liebe. Gut, das müsste genügen. Bist du jetzt ansprechbar? Geht es dir besser? Mutter, wirklich, was du für große Füße hast. Es gibt Wichtigeres als deine Zerstreuungen. Wenden wir uns ernsteren Fragen zu. Der Papst hat unserer Herrschaft nicht ohne Grund seinen Segen verliehen. Wir haben geschworen, ihn zu beschützen, wenn er in Gefahr ist. Desiderius, der König der Langobarden, macht wieder von sich reden. Er annektiert hier ein Dorf, dort ein Stück Land. Er vermeidet vorerst größere Siedlungen. Aber er bedroht das Papsttum in der Absicht, die Belastbarkeit unseres Bündnisses auf die Probe zu stellen, unsere Treue gegenüber seiner Heiligkeit. Aber... Ich weiß, dein Bruder müsste ihm zu Hilfe kommen. Aber uns ist klar, dass er das nicht tun wird. Für ihn ist der Papst nur eine Art Pfarrer von Rom, ein schwacher Alliierter, der ihm zur Last fällt. Mein Vater hat ihm in Chiasi Treue geschworen, weil wir Christen sind. Und der Papst ist Gottes Stellvertreter auf Erden. Er vertritt Gott und wir das Volk. Verstehst du, mein Sohn? Der Schutz der Kirche macht uns groß. Wer Rom beschützt, dem folgen die Völker. Komm dem Papsttum zu Hilfe und du wirst in Frieden herrschen. Was ist? Hast du meinen Bruder vergessen? Ha? Tja, er versperrt mir den Weg. Meine Armee wird sein Königreich nur durchqueren können, wenn er es erlaubt. Und das tut er nicht, wie du weißt. Das weiß ich, ja. Was bin ich in deinen Augen, sein Bruder oder sein Feind? Willst du einen Bruderkrieg der Franken? Das wäre unser Ende und das des Papstes. Ja, da hast du recht. Wenn ich den Papst beschützen soll, muss ich mit meiner Armee nach Rom ziehen können, oder nicht? Hast du verstanden? Glaubst du, dass alle Schlachten nur im Feld gewonnen werden? Glaubst du nur an die Tugenden deiner Armee? Weißt du, warum du nicht ebenso mächtig bist wie dein Bruder? Weil der auf mich gehört hat. Die Mitgift seiner Frau war in wichtige Länder. Sie ist verschlagen und zu allem bereit für ihn. Und ich habe Himmeltrud. Es ist sinnlos, die Augen vor den Tatsachen zu verschließen. Wenn du das Papsttum verteidigen willst, ohne Krieg zu führen, müssen wir zu denselben Waffen greifen wie sie. Du musst eine Frau deines Ranges heiraten. Nur so wirst du ein großer Herrscher. Lass das, ich liebe Himmeltrud. Ihr seid nicht verheiratet. Jeder Bischof wird dich mit 5 Zeilen Latein von ihr befreien. Du vergisst, dass sie mir einen Sohn geschenkt hat. Ha, dieser Kretin? Glaubst du, die Franken würden eine bucklige Missgeburt auf dem Thron akzeptieren? Glaubst du das? Niemals. Die respektieren nur einen starken Herrscher. Den wollen sie. Und ich auch. Du musst der Stärkste sein. Dein Vater hat in Quercy einen Eid geschworen. Wir sind verpflichtet, den Pakt zu respektieren. Wenn dein Bruder uns davon abhält, die Langobarden zu besiegen, dann besiege sie in deinem Bett. Du bist verrückt. Dein Vater hatte auch andere Frauen. Und Kinder von ihnen, Bastarde. Glaubst du, wir haben aus Liebe geheiratet? Er hat mich kaum angesehen. Wir hätten uns auch hassen können. Das war nicht der Fall. Oh nein. Es geht nicht mehr um das, was du willst und nicht willst. Es geht um diesen Schwur. Der Schwur ist die Ehre deines Vaters. Du darfst ihn nicht missachten, wenn du ein wahrer Frankenkönig sein willst. Du musst jetzt ein Mann sein, Karl. Wen hast du ausgewählt? Wenn du die Tochter deines Feindes heiratest, wird er dein Verbündeter. König Desiderius hat eine Tochter, Irmgard. Sie ist seine Jüngste. Heirate sie. Dazu sind Töchter da. Das ist der Weg, die Langobarden in die Schranken zu weisen. Das mag hart für dein kleines Bauernmädchen sein, aber es geht nicht anders. Das war's.
Was riskierst du? Vielleicht ist sie ja gut im Bett. Ich habe nur noch eine unverheiratete Tochter, Tassilo. Und seine Mutter braucht nur, um ihre Hand anzuhalten, keine weiteren Verhandlungen? Ich werde verhandeln, falls sie anfängt, anmaßend zu werden. Sie ist erst 16 Jahre. Das Schlimmste ist, dass sie für immer bei den Franken bleiben wird. Pipin der Kurze, Bertrada die Großfüßige, Karl der Schwimmer, stellt euch das vor. Außerdem hat er einen verkrüppelten Sohn, Pipin der Buckel. Irmgard ist kaum 16. Meine Gemahlin macht sich Sorgen um ihre Schwester. Sieh zu, wie du mit ihr zurechtkommst, deshalb habe ich sie dir gegeben. Dafür werde ich euch nie genug danken können. Würdest du anders handeln, wenn sie deine Tochter wäre? Keine Antwort. Nein, nein, ich bevorzuge mein ruhiges Leben. Herzog von Bayern, das reicht mir. Ich habe keine Begabung für die Politik und bin in diesen Dingen nicht so bewandert wie ihr offensichtlich. Aber für nichts werdet ihr eure Tochter doch nicht hergeben wollen. Seine Tochter soll ihm zu neuen Ländereien verhelfen, das ist alles. Das stimmt nicht, dumme Weiber. Was hat euch meine Heirat eingebracht? Die Kontrolle über die Aufständischen in Tirol. Und was soll euch der Franke Karl eintragen? Ist er euer Nachbar? Hm? Es widerstrebt mir anzunehmen, dass unsere Ehe nur eine Frage der Grenzen ist. Dir entgeht so vieles, dass wir lieber nicht darüber reden. Sagt mir, Vater, für welche Gegenleistung verkauft ihr meine arme Schwester an diesen verfluchten Franken? Die Franken, der Papst und ich. Wenn ich nur ein ganz klein wenig am Papst knabbern möchte, dann muss und will Karl mich vernichten. Aber wenn ich ihm den Weg nach Rom versperre, weil ich sein Schwiegervater bin, kann Karl mir nur zusehen, wie ich ihn vertilge. Dann ist er aus dem Spiel. Das ist ekelerregend. Ihr zerstört für ein wenig mehr Macht das Leben eurer Tochter. So läuft das nun mal in der Welt, mein armes Kind. Das war immer so und das wird auch immer so sein. Sie heiratet den Sohn von Pipin. Du sorgst dafür, dass alles gut abläuft, indem du Königin Bertrada mit Höflichkeit begegnest und nur Gutes über deine Schwester berichtest. Das kommt nicht in Frage! Tu, was ich sage! Wenn ich etwas befehle, dann wird gehorcht. Und du musst mir gehorchen, weil ich dein Vater bin. Verstanden? Verzeiht, dass ich euch unterbreche. Warum sollte Karl eure Tochter heiraten, wenn daraus nur euch Vorteile erwachsen? Weil der Mann dumm ist, weil er der Meinung ist, wenn er die Tochter hat, dann hat er auch den Vater. Und das ist Dummheit. Nach dieser Heirat wird mein Sohn Adelger anfangen, seine Städte zu erobern. Warum nicht mit dir, Tassilo? Nein, nein, nein. Ich habe Karl keine Treue geschworen, aber ich werde nicht gegen ihn oder den Papst kämpfen. Bayern ist christlich und hat keine Grenze zu Franken. Ich lege Wert auf meine Unabhängigkeit. Kein überflüssiges Risiko. Hast du keinen Respekt vor deinem Schwiegervater? Und ihr nicht vor eurer Tochter? Sehr gut, Tassilo. Du überraschst mich. Zwei weiße Tauben auf einmal. Ihr macht mich krank. Was ist das für ein Lärm, Adelger? Die Barbaren, Vater, denen ihr meine Schwester verkaufen wollt. Bertrada mit den großen Füßen. Mein Gott, ich bevorzuge es, ihr aus dem Weg zu gehen. Tassilo, ich muss meiner Schwester klar machen, was sie erwartet. Das ist zwar widerwärtig, aber es muss sein. Ich werde dir bald folgen. Sei vorsichtig und verführe nicht sämtliche Diener. Du weißt doch, was ich mir wünsche. Ein friedliches Leben, hm? Nein, mein Engel, ich kenne dich. Königin Bertrada. Welche Ehre, euch in Pavia zu begrüßen. Wirklich? Als ich das letzte Mal hier war, habe ich in einem Zelt geschlafen. Damals hatten wir Krieg, erinnert ihr euch? Ja, aber die Zeit der Zerwürfnisse ist vorüber. Das waren nur Jugendsünden. Und wo ist eure Tochter? Versteckt sie sich oder wagt sie nicht, sich zu zeigen? Ein Schönheitsfehler vielleicht? Oder hat sie die Blattern? In eurem Reich, da herrschen klare Verhältnisse. Die Franken sind charmant, charmant. Um ganz ehrlich zu sein, Irmgard ist eine... Genau, wie dumm. Ich hatte ihren Namen vergessen. Irmgard, wie ich soeben sagen wollte, ist die menschgewordene Vollkommenheit. Nur vielleicht ein wenig unabhängig. Aber die Nonnen sind dabei, das in Ordnung zu bringen. Mit den Segnungen der Kirche natürlich. Werde ich sie sehen oder nicht? Ihre Schwester Luitbirge hat freundlicherweise zugesagt, euch in das Kloster zu führen. Tun wir das. Auf der Stelle. Ich hoffe, dass sie sich fügen wird.
Ich werde in dem Gespräch zwischen euch und meiner Schwester vermitteln. Sie ist schüchtern, sehr schüchtern. Ich will nur wissen, ob sie ohne Makel ist. Meine kleine Schwester ist noch unschuldig. Und? Findet ihr es richtig, auf diese Weise über einen Menschen zu verfügen? Nein, gewiss nicht. Aber wir sind Frauen. Das ist unser Los, nicht wahr? Das ist kein Pferdekauf. Doch, Herzogin, genau das ist es. Ich komme, um eine Stute zu erstehen. Und die will ich in perfekter Gesundheit haben und vor allem gut abgerichtet. Ihr seid bestimmt auch verheiratet worden. Ja, so ist es. Ich auch. Also machen wir gute Miene zum bösen Spiel, ohne zu klagen. Aber meine Schwester hätte Nonne werden sollen. Hat euch der Herzog vor der Heirat nicht auch von Kopf bis Fuß untersuchen lassen? Ja, ja, gewiss. Von seiner Mutter und seiner Großmutter. Dann hört jetzt bitte auf zu reden und führt mich einfach zu ihr. Nicht bevor meine Schwester eingewilligt hat. Irmgard, hast du gehört, was sie gesagt hat? Ich bin einverstanden. Nein! Bist du verrückt? Noch hast du das Recht zu wählen und bist nicht gezwungen, diese Bestie zu heiraten. Was bleibt mir denn sonst? Niemand kann dich zu dieser Heirat zwingen. Was willst du damit sagen? Tritt in den Orden ein. Bleib hier, wenn ich an deiner Stelle wäre. Was sagt sie? Was soll das Getuschel? Ist er zartfühlend gegenüber den Frauen? Was geht hier vor? So hat man mich noch nie behandelt. Meine Schwester will wissen, ob er sanft zu den Frauen ist. Woher soll ich das wissen? Er hatte immer nur diese Bäuerinnen. Wenn die Prinzessin seinen Respekt verdient, dann wird er sie respektieren. Aber wenn sie eins auf den Hintern verdient, dann kriegt sie auch das. Hast du das gehört? Irmgard, tu, was ich dir geraten habe. Wenn ich das Glück gehabt hätte, wählen zu können, glaub mir... Nun, was sagt sie? Sie will wissen, ob es stimmt, dass euer Sohn keine Bildung hat. Ja, das stimmt. Aber Bildung ist nicht das Wichtigste. Er ist intelligent und er ist aufrichtig. Er ist ein Ignorant, ein wildes Tier. Ich flehe dich an, Schwester, bleib hier und werde Nonne. Nonne werden? Ich? Ein Leben lang in diesem Gefängnis? Unter der Aufsicht von diesen Gespenstern? Ich bin erst 10 Tage hier. Und schon so gut wie tot. Du darfst keinen Barbaren heiraten. Einen Franken. Sag nein. Jedenfalls wird seine Mutter mich nicht untersuchen. Das ändert alles. Das ändert alles. Es ist mir nicht gelungen, sie zu überzeugen. Sie bevorzugt es, hier ihr Dasein zu beenden, als sich wie ein Stück Vieh den Unterleib inspizieren zu lassen. Ich habe alles versucht, Königin Bertrada. Ich nehme an, unter diesen Umständen ist der ganze Handel hinfällig. Sagt ihr, sie soll ihre Sachen packen. Wir werden im Morgengrauen abreisen. Aber wie könnt ihr sicher sein, dass sie noch Jungfrau ist, ohne sie untersucht zu haben? Dazu hätte ich ihr näher kommen müssen. Und wenn sie jetzt eine Missbildung hat oder geistig zurückgeblieben ist oder hässlich oder... Nur und wenn dieses Mädchen einbeinig ist oder taub oder stumm, das ändert nichts. Karl wird sich mit ihr abfinden müssen. Hat er etwa mit diesem Wilden verhandelt? Als ich ihn nach seinem Stammbaum fragte, weißt du, was er mir geantwortet hat? Nein. Dass es niemals einen Buckligen unter seinen Ahnen gegeben hat. Aber wenn Karl sie nicht will? Werden sich meine Pläne in Luft auflösen. Und was tut ihr dann? Dann jagen wir sie eben wieder weg. Mit Sack und Pack.
Nichts einfacher, als eine Frau loszuwerden. Karl, lass mir wenigstens meinen Sohn. Ihr geht in ein Kloster. Wollt ihr ihn dahin mitnehmen? Dann schickt mich woanders hin, bitte. Aber lasst ihn mir. Erbarmen, Karl. Wozu brauchst du ihn denn? Du willst ihn nicht mehr. Genau wie mich. Du liebst ihn überhaupt nicht. Was hat Liebe mit dieser grotesken Situation zu tun? Du weißt genau, dass wir nicht einmal verheiratet sind. Karl, warum sagst du so etwas? Wir waren durch die Liebe vereint. Ja, als ich noch nicht König war. Wir sind doch noch die gleichen. Und er ist von deinem Blut. Er ist dein Sohn. Auch wenn er einen Buckel hat. Er ist doch ein Prinz. Karl, erbarmen. Wenn du ihn mitnimmst, könnten meine Feinde ihn gegen mich benutzen. Was? Er ist eine Gefahr für mein Reich. Er ist doch so klein. Ist dein Reich so schwach und zerbrechlich? Und wenn er nicht dein Sohn wäre, wäre er dann keine Gefahr? Wenn das alles ist, Karl, dann bitte. Dann werde ich auf die Bibel schwören, dass ich nicht weiß, wer sein wirklicher Vater ist. Karl. Karl. Ohne seine Mutter hat dieses Kind niemanden mehr auf der Welt. Karl, bitte. Mama! Mama! Im Namen Jesu und der Heiligen, Karl! Hab Erbarmen mit uns! Mama! Was willst du denn mit diesem Krüppel anfangen? Sag es! Mit dieser armseligen Kreatur, die dich so sehr bedroht! Soll er zu einem Arbeitstier in deiner Küche werden, dessen Buckel man berührt, weil das Glück bringen soll? Er wird dir kein Glück bringen, Karl. Er wird deinen Namen hassen, solange er auf dieser Welt ist. Solange bis du stirbst. So wie ich dich hasse. Der Hass, die Rachsucht werden dich verfolgen. Du bist verflucht auf ewig. Nein, nein. König zu sein, wünsche ich nicht meinem ärgsten Feind. Alle diese Komplikationen hätten vermieden werden können. Es hätte genügt, dass mein Mann klug genug gewesen wäre, Karl zu geben, was ihm zustand. Der Löwenanteil steht nur dem Löwen zu. Karlmann hätte sich mit dem Rest abgefunden. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Wenn dieses Mädchen hässlich ist wie die Nacht und Karl will es nicht, dann gibt es keinen, der den Papst verteidigt. Niemand anders außer Karlmann. Und würde der es tun, er würde Karl den Weg versperren. Das ist alles. Aber Königin, ich glaube, man müsste versuchen, dem Abhilfe zu schaffen. König Karlmann betrachtet mich als seinen Freund. Abhilfe schaffen? Ja. Hervorragende Idee. Lade ihn zur Hochzeit ein. Dieses dumme Problem muss aus der Welt. Das ist sie. Was machst du, wenn sie nicht schön ist? Eins schwöre ich dir, sie muss schön sein, Rollo. Traumhaft schön. Sonst nehme ich sie nicht.
bist schöner als in meinen schönsten Vorstellungen. Du bist vollkommen. Meine Kampfgefährten. Wo ist Ganlong? Er reitet zu deinem Bruder, um ihn zur Hochzeit einzuladen. Ich nehme an, es gibt eine Hochzeit. Ja. 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 Diese Heirat ist ärgerlich, unüberlegt, unsinnig, unpassend und gefährlich. Und was das Schlimmste ist, sie hat schon stattgefunden. Vitale, was machen wir? Ich bin ein guter Ratgeber, wie Eure Heiligkeit weiß. Ich bin standhaft und vorausschauend. Wenn wir unsere Beziehungen zu Byzanz verbessern, dann sind wir nicht mehr auf die Unterstützung dieser Franken angewiesen. Ich ahnte schon, dass Eure Standhaftigkeit mir diesen Rat geben würde. Dummerweise ist Konstantinopel sehr weit entfernt. Anders als die Franken. Gute Nachbarn. Bei Gott, exzellente Nachbarn. Aber es ist wahrhaft schade, dass dieser Junge nicht versteht, die richtigen Frauen zu heiraten. Eine langobardische Gemahlin ausgerechnet, das ist wie ein Segen für diese Diebe, Pascalis. Was meinst du? Schick Kardinal Vitale zu Karl und mich nach Konstantinopel. Oder vice versa. Die oströmische Kaiserin schätzt zu sehr die jungen Männer. Ich will mit Irene nur reden. Hört auf mit diesen Kindereien. Was bringt es ein, jemanden zu Karl zu schicken? Warum sollte ich? Um diesen Barbaren zurechtzuweisen, mein Onkel. Ihm die Realitäten der Welt klarzumachen. Und in welcher Absicht würdest du nach Konstantinopel reisen? Um gut zu speisen, viel zu trinken und sich zu amüsieren, zweifelsohne. Ich werde der Kaiserin das Versprechen abnehmen, die Kirche im Fall eines feindlichen Überfalls zu verteidigen und die Aggressoren zu bestrafen, besonders die Langobarden. Und zwar exemplarisch. Campulus? Eure Heiligkeit, ich glaube, Pascalis hat gut gesprochen. Und Kardinal Vitale täuscht sich bestimmt nicht. Immer dieselben Ratgeber, die uns immer dieselben Ratschläge geben. Und das Jahr für Jahr. Ich kann nur hoffen, dass es Gott gefällt, mich durch solche Freunde vor meinen Feinden zu schützen. Ich bin überzeugt, dass... Nein, bitte nicht. Das genügt. Gut. Geh nach Konstantinopel und amüsiere dich. Und Ihr Kardinal reist zu Karl. Selbst wenn sein Bruder ihn durch sein Gebiet ziehen ließe, Karl kann nicht gleichzeitig unser Verbündeter und der unseres schlimmsten Feindes sein. Aber hütet euch bitte vor zu viel Arroganz. Ihr müsst eure abfällige Meinung über König Karl und die Franken für euch behalten. Ohne Karl wäre Rom nicht imstande, sich zu verteidigen. Ach ja? Der Kardinal sieht die Dinge durchaus richtig. Und ich stimme ihm zu. Was versteht dieser Hochstapler, der nicht einmal in der Lage ist, seinen Namen zu buchstabieren, von der Politik, die wir betreiben? Es stimmt, dieser König kann weder schreiben noch lesen. Aber er ist intelligent. Und er hat eine starke Armee. Beweglich, diszipliniert und zu allem entschlossen. Was auch immer du sagen magst, er verteidigt uns. Er ist der einzige Schutzwall, den wir haben. Pascalis. Er ist ein Barbar. Das genügt. Die Audienz ist zu Ende. Leo? Eure Heiligkeit. Du wirst Kardinal Vitale begleiten. Sobald er sich geäußert und sobald er den Raum verlassen hat, überbringst du König Karl eine wichtige Botschaft des Papstes. Hör zu. Ich fürchte mich.
Ist es tief? Das ist doch nur Wasser. Ich habe eine Botschaft von seiner Heiligkeit. Sie ist von allergrößter Wichtigkeit für den Weltfrieden. Ihr scheint erschöpft zu sein. Nehmt euch Zeit, euch zu erfrischen. Ein wenig Wasser vielleicht? Ja, folgt mir, Eminenz. Ein Kardinal hat eine Botschaft für uns, die von großer Wichtigkeit für den Weltfrieden ist. Sagt er jedenfalls. König Karl, ich... Eure Eminenz, was ist mit dem Weltfrieden? Ich habe euch eine Verfügung auszurichten. Von Papst Hadrian persönlich. Eine Verfügung? Was für eine Verfügung? Der Mann scheint süchtig auf seine Erfrischungsgetränke zu sein. Kann er auch sprechen, ohne zu trinken? Natürlich, König Karl. Ausgezeichnet. Also dann, fangen wir an. Ich habe den Auftrag, euch im Namen des Pontifex unserer heiligen Kirche zu rügen. Darf ich mich setzen? Was sagt er, mich zu rügen? Mhm. Mich zu rügen, weshalb denn? Weil ihr eure Frau geheiratet habt. Ich meine, weil ihr diese Frau geheiratet habt. Genauer gesagt, die Tochter des Langobardenkönigs. Nein, was ihr nicht sagt. Noch vor kurzem hat mich dein Papst gerügt, dass ich meine erste Frau nicht geheiratet habe. Also habe ich sie ins Kloster geschickt und anordnungsgemäß eine andere geheiratet, in einer Kirche. Das macht zwei Frauen. Soll ich womöglich noch eine heiraten?
Was sagst du? Es wäre besser, wenn seine Eminenz sich über diese Frage äußert statt meiner. Sagt doch eurem Papst, sofern euer Maultier vorher nicht zusammenbricht, dass eine so wichtige Botschaft zur Wahrung des Weltfriedens kein Grund ist, mein junges Eheglück zu stören. Ich werde es ausrichten. Aber nehmt vorher ein Bad. Hat er nur für diesen Auftritt 1000 Meilen zurückgelegt? So ist es. Ich habe euch noch etwas anderes mitzuteilen. Seine Heiligkeit lässt euch durch mich eine Botschaft überbringen. Ich höre. Es wäre gut, wenn wir unter 4 Augen reden könnten. Lasst uns allein. Hast du gehört, Einhard? Du auch. Ist diese Geheimniskrämerei wirklich notwendig? Das ist sie. Der Papst braucht eure Hilfe, und zwar unverzüglich. Unglaublich, dein Papst ist... Die Langobarden bereiten sich darauf vor, das Papsttum anzugreifen. Paskalis, der Neffe des Papstes, ist in Byzanz und bittet Kaiserin Irene um ihren Beistand. Sie wird ihm Versprechungen machen und es damit sein Bewenden haben lassen, das steht fest. Nach Ansicht seiner Heiligkeit seid ihr unsere einzige Hoffnung. Das sind seine Worte. Er schickt mir also einen fetten Prälaten, der irgendeinen Unsinn plappert... Und ein kleines Mönchlein, das mir die Wahrheit sagt. So ist es. Und wie heißt du? Leo. Der Papst hat mir aufgetragen, euch an einen Ort zu erinnern. Quercy. Wo mein Vater feierlich gelobt hat, das Papsttum mit allen Mitteln zu verteidigen. Und diesen Schwur werde ich in Ehren halten, genauso wie er. Ich bezweifle, ob dir klar ist, was das bedeutet. Wenn ich den Papst verteidige, muss ich das Königreich meines Bruders angreifen und dann... Und dann muss ich das Volk meiner eigenen Frau überfallen, ihren Vater, ihren Bruder, die ich vielleicht sogar töten werden muss. Seine Heiligkeit ist sich durchaus klar darüber, was er von euch verlangt. Ich muss meine Ehe auflösen und verliere meine Frau. Das ist wahr. Wie du riechst. So kräftig. Deine Haut ist sanft und doch fest. Oh, Karl, ich hab gedacht, ich bin das unglücklichste Mädchen auf der Welt. Das Leben beweist mir das Gegenteil. Stell dir mal vor, dass alle Frauen auf der Welt die Wahl hätten. Das Kloster oder ein Leben mit dir. Es gäbe keine Nonnen mehr auf der Welt. Und du wärst völlig erledigt. Was ist denn? Nichts Ernstes. Hör zu. Ich bin doch jetzt deine Frau. Ich will alles über dich erfahren. Vielleicht werde ich nicht alles gleich verstehen, aber ich will mir Mühe geben. Du kannst mir alles sagen. Ich werde dir alles sagen. Da musst du lachen. Ich lache, weil ich mich wieder in diesem Kloster gesehen habe, weißt du? Inmitten von all diesen verrückten Alten, die immer nur gegen die Fleischeslust wettern. Keine einzige ahnt auch nur, was ihnen entgeht. Ich sollte... Nein, ich muss morgen nach Rom aufbrechen. Oh, ich bin sicher, ich gefalle dem Heiligen Vater. Er wird mich vergöttern.
Ich habe nämlich die Absicht, ihm die schönsten Kinder der Welt zu schenken. Das wird ihm gefallen. Alle von dir natürlich. Wirst du mir sagen, ich hätte dich nie mit Irmgard verheiraten sollen? Brauche ich ja nicht, du weißt es schon. Ich höre, du verbringst die meiste Zeit im Bett mit ihr. Noch ist sie meine Frau und ich liebe sie. Dein Vater hat sich feierlich verpflichtet, die Interessen des Papsttums zu verteidigen. Du musst diese Verpflichtung ehren, wie er auch. Was immer geschehen mag. Das ist furchtbar. Es ist furchtbar, König zu sein. Ich weiß. Aber es gibt keinen Weg zurück. Karl. Das wäre also geklärt. Nun zu dem, was du als nächstes zu tun hast. Keine Ratschläge mehr. Ich werde die Langobarden überfallen. Und du... Du laufst zu meinem kleinen Bruder und sag ihm, dass ich meine Armeen durch sein Reich führen werde. Sollte er mit dem Gedanken tändeln, mich daran zu hindern, werde ich ihn vernichten, ohne Mitleid. Bist du verrückt? Wer gestattet dir, mir Befehle zu erteilen? Du redest mit deiner Mutter. Und du mit dem König. Ich habe durch dich zwei Frauen verloren. In Zukunft kümmere ich mich um meine Angelegenheit. Ganlon. Mein Kampfgefährte, wie glücklich ich bin, dich zu sehen. Warum siehst du so bedrückt aus? Was ist los? Sag es mir. Ich komme von deinem Bruder. Ich bin die ganze Nacht durchgeritten. Kann ich dich sprechen? Komm. Dein Bruder ist gestern Nacht gestorben, Karl. Ich selbst war nicht dabei. Er ist gestorben, während er sein Essen eingenommen hat. Wie getroffen von einem Blitz. Der Herr hat den Weg für dich freigeräumt, König Karl. Dir etwas zu sagen. Du wirst Krieg führen gegen meinen Vater. Ich weiß. Gegen deinen Vater, deinen Bruder und gegen dein ganzes Volk. Ich hatte keine Wahl. Ich liebe dich. Ich habe dich vom ersten Tag an geliebt. Ich werde wie ein Hund darunter leiden, dich nicht mehr wiederzusehen. Doch das ist unser Los. Dafür können wir nichts. Willst du sagen, es ist aus zwischen uns? Gibt es keine Hoffnung mehr? Es geht um den Papst. Es geht um das Langobardenreich. Und es geht um mein Reich. Nein. Es gibt keine Hoffnung. Niemand kann dich zwingen zu kämpfen. Lass uns fliehen. Weit weg von hier. Weit, weit weg. Ich werde
werde nie von dir schwimmen lernen. Das große Königreich der Franken ist wieder vereint, mächtiger als je. Ich habe beschlossen, euch einen Teil meiner Macht zu übertragen. Auf die Knie. Roland, gib mir dein Schwert, gib mir die Rondale. Gilbert, du wirst Graf der Provence. Du, Roger, Graf von Burgund. Olivier, Graf von Aquitaine. Turpin, Erzbischof von Reims. Ogier, Graf der Picardie. Roland, Graf der Bretagne. Ihr werdet die Grenzen bewachen und jede Rebellion verhindern. Ihr werdet euren Untertanen mitteilen, dass wir von nun an ihren Schutz gewährleisten. Ihr werdet das Gesetz respektieren und dafür sorgen, dass das Gesetz respektiert wird, unter allen Umständen. Ruft eure Männer. Sofort. Ihr müsst wissen, dass die Zukunft des Reichs von euch abhängt und dass Gott euch schützt. Verliert keine Zeit. Ogier und du, Turpin, ihr begleitet mich nach Pavia. Ich will genau wissen, wie mein Bruder gestorben ist. Man könnte meinen, dass sein plötzlicher Tod ein Eingreifen des Herrn war. In Wirklichkeit war es ein Unfall. Warst du dabei? Woher weißt du, dass es ein Unfall war? Wer sagt dir, dass man ihn nicht vergiftet hat? Er saß in seinem Schloss und aß, was in seinen Küchen zubereitet worden war, zusammen mit seiner ganzen Familie. Und nur er ist gestorben? War das ein Unfall? Oder Gift? In seinen Küchen hatte ich nichts zu suchen. Das ist die Domäne seiner Diener. Karl, mein Leben ist dem Dienst an meinem König geweiht. Gib mir eine Grafschaft, um dein Reich zu schützen. Ich werde es mit Leib und Seele verteidigen. Du begleitest mich nach Pavia. Danke, Karl. Ich werde im Kampf deine Rüstung sein. Nein. Du wirst das Privileg haben, meine Speisen vorzukosten.
Karl, das ist das Begräbnis deines eigenen Bruders. Nein, meine Zeit ist begrenzt. Ich muss aufbrechen. Wo ist deine Frau? Ich sehe sie nirgends. In einem Kloster. Ich habe keine Frau mehr. Gut. Geh und begrabt ihn. Und such mir keine Frau mehr. Was ich brauche, ist eher eine neue Mutter. Vater, ich habe Ravenna, Fuenza und Ferrara eingenommen und meine Truppen kontrollieren die Straße nach Rom. In meine Arme. Auf meinen Sohn Adelger. Was ist die nächste Etappe? Ich liebe den Krieg. Rom. Mit dem Feste feiern ist es aus, mein Sohn. Wir wollen einen neuen Papst, um den neuen König der Franken zu krönen. Und wen? Den Sohn von Karlmann natürlich. Und Karl? Schaffen wir uns vom Hals, Adelger. Auf elegante Art. Dazu genügen ein paar Tropfen Gift. Und schon sind wir Karl losgeworden. Endlich wird die Welt die fränkische Barbarei hinter sich lassen. Diese verdammten Mücken. Eine Pestluft liegt über der Stadt. Der Geruch von Fäulnis, Tod und Verwesung. Auch diese Mücken sind Langobarden, unsere Verbündeten. König Desiderius, die Franken haben das Unmögliche vollbracht. Sie haben die Alpen überquert. Weder Schnee noch Frost haben sie aufhalten können und sie ziehen in unsere Richtung. Gib uns Befehl, sie anzugreifen. Ich bringe dir Karls Kopf. Nein, nein. Du bleibst hier. Lass sie meinetwegen kommen. Die besten Siege sind die, die man ohne Schlacht erringt. Unsere kleinen Verbündeten hier werden für uns kämpfen. Die haben da Erfahrung. Und die lombardische Luft erledigt den Rest. Sie werden ersticken, bevor sie uns attackieren. Wir Langobarden sind an diese Luft gewöhnt. Lasst die Sümpfe ihr Werk tun. Unsere Männer sollen sich hinter den Stadtmauern verschanzen. Lasst Vorräte aufhorten, so viele wie möglich. Sollen sie in unseren Sümpfen Stellung beziehen und darin verfaulen. Mit den Überlebenden werden wir leicht fertig. Seit wie vielen Wochen haben sie sich in ihren Mauern verbarrikadiert? Wie viele Tote heute? Wieder 32. Sie haben schon ein Loch für mich gegraben da draußen. Ich will nicht im Liegen sterben. Ich bin Soldat. Glaubst du denn, ich lasse dich sterben? Ich möchte meine Sünden bekennen. Ich bin da, mein Sohn. Nein, nicht dir. Nein. Meinem König. Beug dich zu mir. Sag nichts, Ganlon. Ich vergebe dir deine Sünden. Du gehst zu weit, Karl. Nur Gott kann seinen Geschöpfen ihre Sünden vergeben. Siehst du nicht, was hier geschieht? Dieses Land wird von der Pest verzehrt. Hier wütet der Tod. Eine Welt in vollkommener Auflösung. Gott ist nicht mehr auf deiner Seite, Karl.
nicht mehr auf meiner Seite? Ist Rogier vom guten Geist verlassen? Er hat den Glauben verloren. Gebe Gott, dass dich der Glaube nicht auch verlässt. Noch einmal 32 Tote und das nur an einem Tag. Diese Belagerung ist ein Desaster. Karl, sie haben alle die letzte Ölung erhalten und kommen in den Himmel. Wirklich? Ein bitterer Trost. Ist das die Antwort Gottes? Man könnte glauben, dass er diese Belagerung verdammt. Wieso sollte Gott diese Belagerung verdammen? Gott kann uns nicht dafür bestrafen, dass wir seine Kirche verteidigen. Diese Geisel kommt nicht von Gott, Karl. Nein. Und woher kommt sie dann? Sie ist das Werk des Teufels, der die Natur vergiftet. Ist die Natur nicht das Werk Gottes? Ist es nicht Gott, der alles auf dieser Welt geschaffen hat? Antworte mir! Also? Mit eurer Erlaubnis, König. Wir könnten... Sprich, was meinst du? Ich meine, ihr könntet vom Papst Antwort erfragen. Für ihn seid ihr schließlich hier. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir mit dieser moribunden Armee bis Rom kommen. Lächerlich. Das ist viel zu weit. Wir werden die langobardischen Stellungen niemals überwinden. Du bist kein Dummkopf, Einhard. Nein, dieser Ruf eilt mir nicht voraus. Ein paar Männer genügen. Wir brauchen die Armee nicht. Nur 2, 3 Männer. Warum sollten wir ihnen nicht die Stirn bieten und ihre Linien durchbrechen? Nein, du bist kein Dummkopf. Oh nein. Welcher Mensch auf der Erde ist Gott am nächsten? Der Papst aber. Und der Papst ist in Rom. Warum gehen wir also nicht hin und fragen ihn? Und du, kommst mit mir. Eure Heiligkeit, Karl, der König der Franken, ist in Rom. Was? Hier? In Persona? Bist du mit deiner ganzen Armee nach Rom gekommen? Ich bin allein gekommen. Meine Armee liegt noch vor Pavia. Und kämpft gegen ein Verhängnis. Möglicherweise die Pest. Es ist mir gelungen, die langobardischen Linien zu überqueren. Wieso bist du gekommen? Ich will etwas wissen. Etwas wissen? Und verstehen. Wenn meine Männer sterben, weil Gottes Zorn auf uns liegt, womit haben wir dann diesen Zorn verdient? Obwohl wir die Kirche verteidigen. Wenn Gott mit uns ist, warum sterben wir dann? Antwortet. Im Namen unseres Herrn. Ihr müsst es wissen, denn ihr seid der Papst. Du kennst den Kardinal Vitale, glaube ich. Ich sehe, euer Maultier hat es mit euch bis nach Rom geschafft. Und Leo, seinen Almoseneintreiber. Das ist mein erster Berater, Pascalis, der uns gerade aus Byzanz gewisse Hilfegarantien mitgebracht hat. Mein Schatzmeister Campulus. Sie sind meine Neffen, die einzigen Menschen, denen ich vertraue. Und dennoch muss ich wachsam sein. Das ist Einhard. Er schreibt meine Verfügungen nieder. Nach meinem Tod wird man nur durch ihn von meinen Fehlern und von meinen Heldentaten wissen. Heute wirst du eine schöne Seite niederschreiben. Du bist der erste Barbar, der die Pforten Roms in Frieden durchschreitet. Ganz allein mit deinem großen Schwert und einem Schreiber, während deine Krieger zu Hunderten vor den Mauern von Pavia sterben. Deshalb bin ich nach Rom gekommen, um Gott eine Frage zu stellen und Antwort zu erbitten. Eure Heiligkeit, ich habe alles verloren, was ich geliebt habe. Meine Frau, meine besten Freunde. Als sündiger Mensch habe ich von Gott nichts zu verlangen. Aber als König, als Herr der Civitas Homini, wie ihr das nennt, verlange ich Antwort durch die Stimme des Herrn der Civitas Dei. Du stellst Fragen, du stellst Forderungen, du verlangst Antworten. Doch wir haben vom Allerhöchsten nichts zu fordern. Bete zu ihm. Bewahre die Hoffnung, ohne je an ihm zu zweifeln. Gott ist ewig. Das unterscheidet Civitas Dei und Civitas Homini. Ihr sterbt am Anblick eures eigenen Lebens. Das weißt du.
Die Civitas Humini ist auf der fleischlichen Liebe errichtet, auf der Macht. Die Civitas Dei aber auf der Liebe unseres Herrn. Ganz und gar. Was verlangst du von Gott? Du glaubst, er schuldet dir als König Antwort? Ich verlange diese Antwort nicht. Ich frage, was meine Männer euch fragen würden, wären sie hierher gekommen. Junge Menschen, vom Ungeziefer zerfressen, die im Namen der Kirche sterben. Sie kämpfen für mich und ich kämpfe für euch. Sie sind es, die die Fragen stellen. Wollt ihr euch weigern, ihnen zu antworten? Mein Sohn, was verlangst du von mir? Dass ihr meine Sache vor Gott vertretet, dass wir gemeinsam auf unseren Knien vor dem römischen Volk, ihr und ich zusammen zu Gott flehen, er möge Erbarmen mit den Franken haben und diesem Fluch ein Ende bereiten. Damit das Volk und Gott Zeuge unseres Gebetes werden und das alle begreifen. Nur wenn Gott mir zu Hilfe kommt, kann ich die Kirche verteidigen. Wir beide. Auf unseren Knien. Nicht auf seiner Seite, König Desiderius. Deshalb bin ich gekommen. Wie kannst du glauben, dass ich dir vertraue? Du bist Franke, Graf, also mein Feind. Wer sagt mir, dass du nicht vorhast, mich zu töten? Ich bin kein Verräter. Karl ist ein großer Krieger. Aber seine Armee ist dezimiert. Zu viele Tote. Er hätte viel früher Gottes Zorn erkennen müssen, dass der Herr dieser Belagerung seinen Segen entzogen hat. Er wird Pavia niemals einnehmen? Niemals. Glaubt mir, sonst wäre ich nicht gekommen. Ich bin kein Verräter. Aber ich kann nur für eine gerechte Sache kämpfen. An der Seite des Herrn. Das heißt von heute an auf eurer Seite. Das ist das Bekenntnis eines Helden. Gott ist mein Schwert. Sei mein Gast, Graf Ogier. Du hast mich überzeugt. Teil mit uns den Sieg der Langobarden. Gott steht auf unserer Seite. Gott ist mein Schwert. Der Herr steht auf meiner Seite. Danken wir Gott, der uns erlaubt hat, nach Pavia zurückzukehren. Karl, du hast es geschafft, die Stellungen der Langobarden zu durchbrechen. Und die Pest? Kein Toter mehr, seit 2 Tagen schon. Wo hast du Ganlon beerdigt? Er ist nicht tot. Ruf Ogier, ich will mit ihm reden. Nun, ist er? Er ist geflohen. Dieser furchtbare Gestank aus den Sümpfen hat ihm solche Angst gemacht. Er hat geschrien, er müsste zu Gott. Gott sei in Pavia. Was? Gott auf der Seite von Desiderius? Ruf alle zusammen, alle. Die Gesunden und die Sterbenden. Ich verlange, dass meine Armee den Langobarden zeigt, dass sie zum Kampf bereit ist. Zeigen wir ihnen, dass wir die Pest besiegt haben und dass wir entschlossen sind, auch sie zu besiegen. Ja, Gott ist auf unserer Seite. Steh auf! Nimm dein Schwert! Du bist ein Krieger! Ich will, dass du kämpfst! Hier ist dein Platz! Steh auf! Steh auf! Sei ein Mann! Haltet euch aufrecht! Auf die Pferde! Haltet euch aufrecht! Steh auf! Aufrecht, habe ich gesagt! Und du auf!
Seid tapfer! Ganlon, Lupin, seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Gut, auf die Pferde. Sich in der Stadt aus und die Franken greifen uns an. Sag Graf Ogier, er soll kommen. Ja, Vater. Sag mir, ob Karl unter den Angreifern ist. Nein, Karl ist nicht unter ihnen. Woher plötzlich all diese fränkischen Soldaten? Es ist, als wären sie auferstanden aus den Gräbern, in denen sie verscharrt waren. Doch gestern hatten sie kein Wasser. Und heute haben wir keines mehr. Unsere Zisternen sind leer. Als ich das Lager verließ, starben alle an der Pest. Jetzt bin ich hier und es sieht so aus, als ob die Pest mich verfolgt. Sie hat sich an mich geheftet und ich habe sie euch gebracht. Sag mir, wo ist Karl? Er kommt, König. Und wenn er da ist, dann ist das unser Ende. Nein, er ist ein Mensch wie jeder. Ein Mensch, den der Teufel holen soll. Das ist das Ende. Pater Nostra quies in celis. Sanctificet tua nomen tuum. Ad veniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra. Vergiss deine Gebete. Gott ist nicht hier. Ich bin ein Mensch, der Gott zuwider ist. Und Karl, ist er unverwundbar? So ist es. Gott bewahrt ihn vor den Gefühlen der Angst und der Schwäche. Er zwingt mich, mein Volk seiner Gnade zu überlassen.